Hallo Ali, ich bin's wieder, ein grantiger alter Knacker aus dem rostigen Städtchen in Lenkbach im Wienerwald. Jetzt habe ich glatt vergessen, die Corona-Zahlen aufs Handy zu zaubern. Na, so ein Pfusch. Da werden wir vorher noch über etwas anderes sprechen müssen. So machen wir das. Heute gehen wir aufgrund der Abwesenheit meiner Frau mit einem ziehenden Hund und drei Kindern. Das Fraßzacke hat eine Pusteblume entdeckt und hat sie einfach so abgerissen. So, die Reihenfolge: Wenzel, Nino, Justin hinter mich. Aktuellen Zahlen und Fakten: Mit dem neuen WLAN geht das ja sowas von und so gut. Rocco, hör auf zu ziehen, sonst zieh ich es nicht. Geht so gut, nur das Windows-Phone kann nicht mehr. Ich sag's euch. Heute ist ein Tag, das ist eine Katastrophe. Rocco! Es ist der 12.07.2020, Stand 15 Uhr. Wir haben 18.814 positiv getestete Personen, sind plus 21. 696.740 durchgeführte Testungen, plus 5.031. 1.237 Kranke inklusive Spital, das sind plus 24. 682 Verstorbene, das ist plus 1. Im Spital ohne Intensiv 73, das sind plus 5. Und auf der Intensiv 10, das ist plus 1. Leichte Tendenz nach oben. Liebe Freunde der Blasmusik, es wird Zeit, dass wir diesen YouTube-Kanal ein bisschen aufpeppen. Ich hätte gerne eine Signation. Wer macht mir eine schöne Signation mit Musik und mit Gesang? Nino, zack, zack, schnell. Und mit Action-Schnitten und von und zu überhaupt. Sowas will ich. Ja. Bewerbungen bitte unten drunter und schreibt mir gleich dazu, wie viel ihr mir bezahlt, wenn ihr das machen dürft. So. Ich habe heute sehr viel Zeit mit WLANs verbracht. Aber heute ist Sonntag, ich weiß, ja. Nino hier geblieben. Hinter den Wenzel. Ich weiß, es ist Sonntag. Und trotzdem habe ich das. Denn per Fernwartung. Aber ich habe nicht lange, denn ein Netzwerk hat sich gleich von und zu überhaupt aufgelöst. Der Kunde war jetzt so nett und hat mir das wieder zurückgesetzt. Und ich hoffe, dass ich heute nochmal per Fernwartung hin kann. Ich habe gesehen, die Dinger sind wieder online gegangen. Aber nicht nachvollziehbare Dinge passieren dort in dem Netzwerk. Ich sehe mich dort morgen um 7 Uhr schon in der Früh, habe 8 stehen, um das vor Ort persönlich zu inspektieren. Hat das so einen Verdacht, dass der sich das Zeitliche segnet? Das würde gut zu den allgemeinen Problematiken mit den Netzwerk passen. So, ich ärgere mich gerade, weil da jemand voll ignoriert, dass da ein Betreten der Anlage verboten steht. Ich werde das jetzt gleich mal filmen und live auf YouTube stellen. Denn wenn jemand illegal auf einem Damm steht, dann kann man den doch auf YouTube stellen, oder? Da kann man mich doch. Ich filme den Damm und wenn da wer oben ist, kann ich ja gar nichts dafür, oder? Denn das ist ja nicht erlaubt. Und was nicht erlaubt ist, ist nicht erlaubt. Und man kann mich ja nicht für was verantwortlich machen, wenn ich was nicht erlaubt ist, mache, wenn wir anders. Ihr kennt euch aus. Ansonsten, Nino zurück. Wir haben heute beschlossen, wir fahren essen, obwohl meine Frau nicht da ist. So haben wir das beschlossen. Und von und zu überhaupt haben wir das gemacht. Und auf der Fahrt dorthin habe ich das gefilmt. Wir sind am Weg zu Amici. Wenn die Kamera jetzt schief ist oder wackelt, dann liegt es daran, dass mein Sohn, der Wenzel, die hält, weil meine Frau im Dienst ist. Meine Frau wird heute rote Rüben-Risotto essen und wir gehen Pizza essen. Ja, so machen wir das. Amici ist in Markusdorf, relativ jung, also ein knappes Jahr alte Pizzeria oder italienische Trattoria oder wie man auch immer dazu sagt. Und da haben wir von und zu Erfahrungen gemacht. Das erste Mal war mit Abstand das Beste. Da war nämlich der dicke Mann da. Der hat sowohl uns bedient als auch gekocht. Und es war ein Genuss. Also wir haben noch nie so eine gute Pizza gegessen zu diesem Zeitpunkt, wie der dicke Mann sie uns da serviert hat. Und dann waren ein paar Mal so Sachen, wo wir ewig gewartet haben und auch Sachen, die nicht so toll waren, weil man hatte dann Ansprüche und die werden dann in der Regel ja enttäuscht, wenn man schon Ansprüche hat. Und heute fahre ich auf jeden Fall mal sehr hungrig hin und ich glaube auch die Kinder sind sehr hungrig, denn die haben schon mehrfach eingefordert,
Brot, Jause, aber von und zu hier sofort und überhaupt. Und jetzt schauen wir mal, was da rauskommt. Wir werden da jetzt in Ruhe essen und danach werden wir berichten. Und natürlich werde ich fotografieren. Zwar heute nur Pizza, ihr wisst's, weil wahrscheinlich werde ich nur Pizza essen. Und Wenzel, du musst das üben. Ja, und dann waren wir dort. Und stellt euch mal vor, ich habe schon vorsorglich mal auf die Uhr geschaut, wie wir bestellt haben. Und das Essen ist so bald wiedergekommen, dass ich gar nicht das Bedürfnis hatte, nochmal zu schauen. Und es ist Essen gekommen. Also, aber hallo, schaut euch das mal an. Ja, meine lieben Freunde der Blasmusik, das sind dreimal Pizza Margherita. Die schauen ein bisschen unterschiedlich aus, das ist spannend. Damit hat jeder was anderes. Nino hinter den Wenzel. Und einmal ist es die Pizza Quattro Formaggi. Und ich muss euch sagen, diese Pizza Quattro Formaggi, die hat mich sowas von und zu überhaupt begeistert. Sie ist jetzt nicht so dick belegt, das ist ja schon mal gut. Und es ist trotzdem so viel geschmackiger, und zwar wirklich, also sind jede einzelne Käseart ist geschmackig und eindeutig. Hallo, ich bin ein Käse, aber von und zu überhaupt, sagen die. Und unterschiedliche Konsistenzen und von und zu überhaupt lecker. Und dann kommt noch der dickliche Koch und sagt, bene, molto bene, keine Ahnung, Italiener halt. Und wir haben da erfolgreich gegessen und das war echt in Ordnung. Ja. Die zwei älteren Herren haben jeweils eine ganze Pizza verschluckt. Der ganz alte Herr hat einen Halbpizzen verschluckt und der kleine Herr hat eine halbe Pizza verschluckt. Zack, zack, wurscht die Gräder. So, das ist mal das Positive. Was spannend ist, also wir haben ja da schon die Erfahrung, dass man uns dort nicht versteht. Ja, da gibt es einen netten Herrn, der ist sehr freundlich, aber er kann vielleicht 20 Wörter Deutsch und das reicht für jemanden mit meinen Ansprüchen nicht. Das muss man jetzt einmal ganz klar sagen. Gut. Heute war eine Frau. Eine Frau, die ich noch nie gesehen habe. Und ich muss zugeben, ich war jetzt länger nicht dort, wegen diesem Corona-Ding, haben wir ja oft bestellt und so weiter. Und dann war irgendwie die Lust nach Pizza aus und ja. Und heute ist dort eine neue Frau und die fängt gleich an. Tut mir leid, ich bin nicht gut Deutsch, weil ich erst kurz da. So. Und dann habe ich gesagt, Englisch? Und sie hat gesagt, yes. Und dann habe ich gesagt, na, let's try English. I'm trying to learn English, so. Let's do that. Und sie ist dann immer wieder mal ins Italienische abgerutscht. Aber tendenziell kann man sagen, sie kann Englisch und damit kann man sich kommunikativ unterhalten. Und das ist ja schon mal eine tolle Sache. Da braucht man dann gar nicht mehr meckern. Deutsch oder Englisch, das muss drauf sein, muss drin sein und dann passt das. An den Rand, da kommt ein Auto. Ja, und dann haben wir uns dort verständigt. Was sehr spannend war, ich habe Leitungswasser bestellt. Ich habe keine Mengenangabe zum Leitungswasser gemacht. Ich habe gesagt, Leitungswasser. Also, noch bevor wir gesessen sind, habe ich gesagt, Leitungswasser und dreimal Pizza Margherita und einmal Pizza Quattro Formaggio. So, das hat sie innerhalb kürzester Zeit hat sie das gespeichert und war schon unterwegs. Wir haben uns platziert und haben gewartet, haben dann das Essen bekommen. Und sie hat dann das Leitungswasser gebracht. Und das war irgendwie spannend. Sie ist gekommen, eine halben Liter Karaffe, Giraffe, was auch immer, Giraffe, ihr kennt euch da besser aus, und vier Gläser. Und sie hat dann feierlich begonnen einzuschenken und hat in jedes Glas, sagen wir mal, ein Achtel Liter reingetan. Ja? Vier mal Achtel. Wenzel, vier Achtel sind wie viel? Ein halbes. Ein halber Liter, ja, ein Achtel in jedes Glas, obwohl es Viertel-Liter-Gläser waren. Das ist recht witzig. Und dann hat sie die leere Giraffe auf den Tisch gestellt. Das war witzig. Dann hat sie die leere hingestellt und gesagt, so, lasst es euch gut gehen. Ja. Gut. Soll so sein. Das war das Eigenartige. Und das Witzige war, sie hat auch eine Schüssel mit Eiswürfeln mitgebracht. Also sie hat nicht vorher gefragt, wollt ihr kaltes Wasser oder nicht. Sondern sie ist gekommen mit einer Schale Eiswürfeln. Die hat sie am Tisch gestellt mit einem Löffel drinnen und gesagt, da habt ihr, frei übersetzt jetzt aus dem Englischen oder Italienischen.
Und das war ganz witzig, weil dann haben die Kinder das mal gesehen, wie das mit Eiswürfeln ist. Das haben wir ja sonst nicht. Und ich habe Wasser gehabt, das mir nicht zu kalt war. War eine super Sache. Kurze Zusammenfassung, also es war okay, es war lecker. Ich war heute sehr begeistert von der Pizza. Sie war lustig, aktiv, motiviert, mit Blasen. Ich liebe das, wenn so Blasen in der Pizza drinnen sind, wo da irgendwie die Luft sich brutalst ausgebreitet hat. Gut gebacken, schnell, einfach okay, muss ich sagen. Also kann ich nur wärmstens, im wahrsten Sinne des Wortes, warm sind die Pizzen dort echt gut. Kalt sind sie nämlich nicht gut, das ist das Spannende. Während du ja die Durchschnittspizza von jedem möglichen Pizza-Zustelldienst kalt essen kannst, und die ist lecker, die Amici-Pizza ist warm lecker, heiß am besten lecker und kalt dann nicht mehr. Nino, zack, zack. War sehr aufregend. Ja. Ansonsten habe ich mich heute mit diesen WLANs geärgert und dann habe ich ein Stück geschnitten von diesem YouTube-Video für den Lego-YouTube-Kanal, das ja englisch aufgezeichnet wurde oder schwerpunktmäßig englisch aufgezeichnet wurde. Mann, habe ich da gestottert. Und habe wieder ein bisschen Untertiteln weitergemacht. Nino, das passt nicht. Komm und marschier. Und das ist eine öde Hocken. Also Untertitel machen, pfui Deichsel, das heißt überhaupt nichts. Das will ich überhaupt nicht machen. Und deshalb bin ich vielleicht grundgrantig. Und ich muss auch dazu sagen, das Benehmen der Kinder war heute auch nicht so wunderbar. Nino, du bist noch immer nicht dort, wo du hingehörst. Schnell und zackig jetzt. Das ist das, was ich meine. Da sagst du dreimal was und wirst beinhart ignoriert. Und ich muss sagen, ich habe das gestern sehr genossen, dass meine Frau mal die Kinder gemacht hat. Und umso frustrierter bin ich heute, weil dieses Endlos-Kasperl-Theater, und heute ist noch dazu ein Sonntag, das heißt, wir haben Vormittag Tom Turbo geschaut und wir haben Kasperl geschaut und wir haben Schmatzu geschaut. Also da ist ja eigentlich alles optimal. Wir haben ein weiches Perfekt, möchte ich hier anmerken. Ein perfekt weiches Ei, hat meine Frau betont. Sie ist schon in der Früh beim Aufstehen, sie hat die Augen aufgemacht und gesagt, Daniel, ich wünsche mir heute ein perfektes, weiches Ei. Und ich habe mir gedacht, eigentlich wollte ich gar keine Eier machen. Aber ich habe nichts gesagt. Und ich habe 5 Eier gemacht und die waren perfekt. Ja, ach, da kann sich aber von uns überhaupt abschauen. Und sie hat das dann rückgemacht und hat bei Frühstück gesagt, Daniel, das Ei ist perfekt. Ich liebe dich. Na, dass ich liebe dich, hat sie nicht gesagt. Aber dass das Ei perfekt ist, hat sie gesagt. Das ist ja schon mal was Tolles. Ja. Und dazu hat es gegeben, kein Brot von ihr. Sie hat zwar gestern ein Brot gebacken, aber irgendwie hat sie da so einen Interessenskonflikt mit dem Holzofen gehabt und der hat nicht das gemacht, was sie wollte. Oder sagen wir 50% von dem, was sie wollte, hat er gemacht. Und dann hat sie noch den Gasofen bemüht und der hat aber irgendwie anscheinend auch nicht genau das gemacht, was sie wollte. Und das Brot war irgendwie gegoren. Da habe ich gesagt, das werden wir nicht essen. Habe sie zum Kosten gegeben und sie hat zugestimmt. Haben wir diese alkoholischen Toastbrote weiter gegessen, die wir unlängst gekauft haben, die schon in der Tiefkühltruhe waren. Ja, und da habe ich dann drauf geschmiert die Letter aus dem 40% Abverkaufsding, weil sie abgelaufen ist, und habe drauf geschnitten den 40% Abverkaufs-Mozzarella. Und das war absolut okay. Nino, nein, da wird nicht gespielt, das ist die Straße. Ja, und da schaut's bitte, jetzt möchte ich, weil wir gerade hier sind, das ist der Knöterich. Die Stadtgemeinde hat ihn zwar feierlich gemäht, er wuchert aber schon wieder. Und der Herr Schmatz hat ihn 3 Tage später gemäht. Und schaut mal, wie viel kürzer der 3 Tage später gemäht ist. In 3 Tagen macht der Knöterich wusch, kann man sagen. Er macht wusch, der Knöterich. Ja. Apropos Stadtgemeinde, ich habe noch gar nicht erzählt, ich habe Antwort vom Bauern bekommen. Wow, die haben Vorstellungen für mein Museum. Und dann habe ich mir gedacht, bin ich nicht feig und schreibe nochmal der Brandverhütung in Tulln. Wow, haben die veränderte Einstellungen als vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren hat es geheißen, ja, das sehe ich eigentlich kein Problem. Da war er da, hat sich's angeschaut. Da machen sie diese Funkfeuermelder, Brandmelder. Nino, vor. Und dann passt das schon, wenn die Leute rechtzeitig rauskommen. Und jetzt kommt das E-Mail,
Ja, nach der Niederösterreichischen Bauordnung und Technikverordnung Anhang 35X 2014 oder wie auch immer. Da ist ja aber noch von uns überhaupt. Und was für ein Planverfasser. Mein Kind sammelt gerade Pluspunkte. Es hebt da nämlich gerade eine sehr markante Aludose im silberblauen Design auf. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ich werde den Namen nicht aussprechen, denn ich finde es arg, dass die Leute alle auf das süchtig sind. Ork, wie kann man Energy-Drinks trinken? Schokolade lasse ich mal einreden, aber Energy... Ja, haben die so Einstellungen von und zu überhaupt? Ich bin echt total baff. Und jetzt ist die Schmerzeinstellung schon wieder. Wisst ihr was, habt ihr mich gern, lassen wir das Ganze, vergessen wir es. Da werden wir uns einfach nur Freunde einladen in unser Museum und dann passt das schon. So, der junge Mann hat es noch immer nicht verstanden, wo er gehen soll. Mit 3,5 Jahren kennt er das schon keiner. Andererseits haben wir ältere auch, die das nicht verstehen, oder? Ah, da war eine Katze, der Hund ist schon auf Jagd. Zum Glück ist der Hund genauso außer Atem wie ich, wenn er mal 10 Meter geht. Und damit ist die Gefahr nicht, dass er die Katze erwischt, sollte er entkommen. Hört euch an, wie der häkelt. Ne, jetzt häkelt er nicht. Egal, kaum hältst du ihm die Kamera hin, häkelt er nimmer. Nino, zack, zack. Ja, also, wir waren gut essen. Es ist eigentlich ein entspannter Sonntag. Ich bin höchst optimistisch, aber höchst, dass ich heute dieses eine Video noch fertig schneiden werde und heute selbst persönlich noch zum Rendern bringen werde. Und mit viel Glück gehe ich dann doch tatsächlich rauf ins Kindergram und montiere Stromleitschienen in diesen Schienenkreis, der am Tisch liegt. Und mache vielleicht doch noch ein YouTube-Video. Fällig wär's. Ich habe gesehen, dass die Premieren schon wieder aus sind. Also, wenn man ein bisschen was tut, dann geht die Zeit immer sehr schnell dahin. Gut, in diesem Sinne ein perfekter Tag. Sonne scheint, leichtes Windchen, so dass man nicht zergeht. Die Nacht war feucht, das heißt, kein schlechtes Gewissen morgen, kein Holz zu schneiden, von dem wir ja noch nicht wissen, wo wir es hingeben. Morgen werde ich mal meine Kunden abklappern und schauen, dass überall die Geräte wieder in das neue WLAN kommen. Und dann werden wir das so machen. So machen wir das. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann, drüben im Eitle Kindergarten oder vielleicht dann doch nicht dann. Das werden wir dann sehen dann.